Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr zu einer beliebigen Audiospur Harmonien, aber im Sub-Bass-Bereich hinzufügen könnt. Also wenn euer Bass zum Beispiel genügend hohe Frequenzen hat, aber euch untenrum zu dünn klingt, wie ihr das quasi beheben könnt. Los geht's. Ich habe hier mal einfach eine ganz normale Session geöffnet und zeige euch das Ganze an einem einfachen Sinuston. Also, als erstes natürlich den Testton. Und dann machen wir natürlich nicht 1000 Hertz, sondern wir nehmen mal 100. Das Ganze ein bisschen lauter. Und dahinter braucht ihr dann ein Effects Layer. Hinter dem Effects Layer brauchen wir natürlich noch das Spektrum, um das Ganze zu visualisieren. So, dann würde ich sagen, los geht's. Hier haben wir unsere 100 Hertz Frequenz. Und damit wir jetzt zu diesem wundervollen Ton tiefer liegende Harmonien quasi erzeugen, braucht es im Grunde genommen gar nicht so viel. Und zwar zunächst erstmal die Chain. Das macht das Ganze nämlich einfacher. Man muss sie nicht nehmen, aber ich nehme sie ganz gerne. In der Chain haben wir als nächstes einen Pitch Shifter. Und hinter dem Pitch-Shifter noch ein EQ. Ich nehme EQ5. Und hinter dem EQ5 könnten wir an der Stelle auch noch den Saturator. Denn den brauchen wir, um unsere Harmonien wieder zu erzeugen. Im ersten Schritt mache ich den Saturator erstmal aus. Und wir hören uns das erstmal so an. Haben wir eigentlich hier genau das exakt gleiche Signal wie da oben. Den Layer lasse ich, damit das Signal einfach weitergegeben wird. In der Chain, in dem hier, machen wir jetzt Folgendes. Wir oktavieren das Ganze erstmal und gehen runter um eine komplette Oktave. Das heißt, unser 100-Hertz-Ton ist jetzt auf 50 Hertz gewandert. Das könnte bei einigen schon schwierig sein zu hören. Damit der oder ein Setting, was ich gefunden habe, war, womit man diese tiefen Frequenzen gut hören kann und auch verhindert, dass die hier so leicht rumschwanken, ist. Denn wenn ich das hier verändere, dann sehe ich, dass mein Mittelpunkt meiner Frequenz sich leicht verschiebt. Dadurch kann ich mit der Grain Rate sozusagen das Ganze auch verändern. Und ich sehe das auch, dass ich hier unten im Prinzip jetzt bei einem Cis minus 2 bin. Und das verändert sich. Und ich kann so meinen Ton verändern. In unserem Fall versuche ich halt hier möglichst wenig Schwankungen im Audiosignal zu haben. Man kann das hier drüben auch im Meter ganz gut sehen, denn das Ziel ist ja, dass ich wenig Lautstärken, Fluktuationen und Schwankungen haben möchte, die meinen Bass-Sound nachher beeinflussen. Denn besonders, wenn ich jetzt einen Synth-Bass habe, der vielleicht relativ gleich ist, da fallen diese leichten Schwankungen stärker auf als jetzt bei einem normalen E-Bass. Aber es kann einfach störend sein, wenn ich diese leichten Schwankungen drin habe, die möglicherweise in dem gehaltenen Ton in meiner Audiospur gar nicht enthalten sind im Original. Ja, wenn wir jetzt mal einen sehr hochgespielten E-Bass nehmen oder Synth-Bass,
der hat möglicherweise gar nicht so eine Schwankung drinne, dann klingt es komisch, wenn mein Subbass da plötzlich schon von alleine wabert. Denn dieses Geräusch, was man typischerweise kennt, wenn man sehr tiefe Frequenzen auf Lautsprechern wiedergibt, dass die Membran sich halt sehr langsam bewegt, das wollen wir nicht schon im Vorhinein haben, sondern das soll der Lautsprecher bitte schön selbst machen, wenn es soweit ist. Deshalb kann man hier mit der Grain Rate einfach ein bisschen experimentieren. Ich habe festgestellt, dass so bei 3, 5, also da bei 3, 5, da wackelt sie halt natürlich noch leicht, aber relativ gleichmäßig über die komplette Kurve auch an der Stelle. Was für mich an der Stelle bedeutet, das Signal wird relativ gleichmäßig, wenn dann in Schwanken gebracht und nicht irgendwie nur der obere Teil, der näher an der 100 Hertz dran ist. Und klang für meine Ohren am natürlichsten, wenn ich das jetzt auf eine richtige händisch gespielte Bassspur anwende. Wir haben also hier diese Frequenz und jetzt kann ich natürlich noch hergehen und sagen, komm, wir machen den Low Pass und setzen den auf 200 Hertz, sodass auch über 200 Hertz uns da absolut nichts durchgeht. Das dürfte auch bei einer normalen Bassspur, die jetzt händisch gespielt wird an einem E-Bass, reichen, um halt wirklich die tieferen Frequenzen zu kriegen. Ansonsten bekomme ich nachher zu viele Mitten im Sound und das könnte dann störend wirken. Es sei denn, ich entferne hier oben möglicherweise meinen Layer One und verhindere quasi, dass das Signal unbearbeitet durchkommt. In unserem Fall wollen wir aber das Sub-Bass-Signal natürlich später zu dem anderen mischen. Das könnten wir auch jetzt schon tun, wenn wir das dazu schmeißen. Ja, dann hören wir jetzt, okay, da ist ein Sub-Bass. Wenn wir den wegnehmen. Ja, klingt ganz gut. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir hätten gerne basierend auf diesem Signal noch Obertöne, dann können wir hier unseren Saturator nehmen. Und können da halt ein bisschen mit experimentieren. Könnten auch sagen, wir verändern hier die Frequenz, ob der übernehmen soll. Also ich würde in dem Fall wahrscheinlich irgendwo so bei 150 Hertz ansetzen. Und dann gehe ich hier meist mit der 4. Die finde ich klingt ganz gut. So. Und ich habe quasi durch die Verzerrung, die im Saturator entsteht, meinem Bass hier auch wieder Obertöne hinzugefügt. Ja, das könnte man jetzt machen, wenn man einen sehr einfach gestrickten Synthi-Bass hat oder so. Dann wäre das vielleicht eine Option. Muss man schauen mit den Settings, ob das so gut passt oder ob es dann irgendwann komisch klingt. Grundsätzlich ist mein Ansatz eher zu sagen, ich habe so einen Saturator auf einem anderen Layer, also hier auf dem Layer 1 hätte ich den dann wahrscheinlich und würde Obertöne zu dem bestehenden Audiomaterial hinzufügen und den Subbass separat handhaben, einfach weil es mir mehr Kontrolle über die unterschiedlichen Eigenschaften des Sounds ermöglicht. Genau. Und wenn wir das jetzt mal ohne den, also wir könnten es auch mal mit dem Saturator und wenn wir die beiden jetzt mischen, dann merkt man schon, klingt ein bisschen weird, ja, weil der hier oben, der hier unser 100-Hertz-Ton, der hat schon Anteile und unsere Chain hier unten, die fügt dem noch ein paar komische hinzu. Vielleicht würde sich das
100 Hertz gehen. Dann ist es ein bisschen besser, was natürlich auch verständlich ist, weil unser Eingangston ist halt 100 Hertz. Und wenn wir dann sagen, der soll hier einen Lowpass bei 150 setzen, dann schneiden wir natürlich wieder Frequenzen weg. Und dann klingt es komisch. Aber klingt natürlich auch nicht so richtig super harmonisch. Und deswegen würde ich den in diesem Fall tatsächlich weglassen. Also den Saturator, man kann es machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Oder nicht immer. Und stattdessen einfach hier oben den Layer, da würde ich dann halt sagen, komm, einen Preset habe ich hier schon gemacht, wo ich quasi Obertöne erzeuge, basierend auf dem Signal. Könntest du uns ja mal anhören. Ja. Ist dann von dem zu dem. Und man sieht das auch wieder schön hier hinten. Die Obertöne. Und da könnte ich jetzt halt schön den Subbass mit zublenden. Ohne dass das komisch klingt. Also sehr komisch klingt, muss man an der Stelle sagen. Natürlich, ich höre raus, dass da die Verzerrung stattfindet. Das ist mir natürlich bewusst. Und das tritt auch an der Stelle bei einem normalen Bass, der mehr Töne hat im Eingangssignal, tritt dieses Verzerrte natürlich auch nicht so stark hervor, wie das hier an der Stelle jetzt ist, weil wir nur diese 100-Hertz-Frequenz haben, weil wir haben im normalen Audiobereich ja immer ein Mehrfaches eines Grundtons. Also wir hätten jetzt das, was der Saturator hier macht, mit ganz, 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 ganz vielen Frequenzen, wenn wir jetzt eine normale Bass-E-Seite haben, weil da schwingt nicht nur die Bass-E-Seite mit. Selbst wenn ich nur die E-Seite spiele, schwingt ja das ganze Instrument ein bisschen und genau, das führt halt dazu, dass wir natürlich einen anderen Klangcharakter bekommen, als das jetzt hier der Fall ist. Wenn ich einen Bass aus einem Synthesizer, einem Polysynth oder so erzeuge, dann kommt das natürlich hier vom Klangcharakter viel eher da hin. Und so habe ich aber, denke oder so ist mein Gedanke, habe ich gute Kontrolle über, wie viel Verzerrung will ich tatsächlich hörbar in einem Signal haben oder will ich einfach nur leichte Obertöne hinzufügen und einen kräftigen Subbass haben. Oder halt nicht. Und in meinem Fall möchte ich das meistens, dass der Subbass eher dezent ist, aber hörbar. Und daher nutze ich hier den Effects Layer mit der Chain einfach, wo ich den Pitch Shifter und den EQ drin habe. Und lasse an der Stelle für meine Bedürfnisse den Saturator weg. Das klingt für mich natürlicher. So, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr natürlich hier noch eure Chain beschriften. Am besten irgendwas, was für euch Sinn ergibt. Ja, bei mir, ich habe das Ganze schon gemacht. Da heißt das Ganze Add Subharmonics. Und das ist genau das. Pitch Shifter mit den Settings, die ich eben gerade genannt habe und dem EQ hinten dran einfach als Preset gespeichert, um den Workflow zu vereinfachen. Jetzt denkt sich der ein oder andere von euch, hey, yo, cool, aber ich kann doch auch einfach eine Audiospur nehmen, die ich habe, die duplizieren, die um eine Oktave ja, shiften, versetzen nach unten und einen EQ drauf. Klar, könnt ihr auch machen. Funktioniert auch. Ich persönlich finde das hier eleganter, weil ich dann im späteren Prozess, wenn ich zum Beispiel Automationen habe, ich nicht noch an den zweiten Track denken muss, an den zweiten Bass sozusagen, den ich automatisieren muss, sondern ich habe diese eine Spur und habe meine Effekte da drauf und erzeuge aus dieser einen Spur diese mehreren Layer und dann bin ich fertig. Wenn ich dann die Automation auf dieser einen Spur gemacht habe, in der Lautstärke oder was auch immer, dann weiß ich auch, okay, ich habe das auch für den Subbass
in der Spur und insgesamt gemacht. Und das macht es dann für mich einfacher. Sorgt auch dafür, dass die Sessions nicht zu viele Spuren, zu viele Tracks kriegen und zu unübersichtlich und zu groß wird. Gleichzeitig kann man sich natürlich hier auch wunderbar verhaspeln, weswegen ich halt versuche, immer das Ganze ein bisschen zwar verschachtelter zu lassen, aber dafür ja einfach. Einfach insofern, weil ich halt sage, okay, ich habe nur hier mein Preset, das lade ich und um den Rest muss ich mich eigentlich dann auch nicht mehr so dolle kümmern. Das soll's hier gewesen sein. Ein relativ kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen zu verstehen, wie ihr vielleicht auch selber in eurer DAW tiefere Frequenzen als euer Originalsignal hat zu erzeugen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked natürlich das Video, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch ja das Thema interessiert und ihr sagt, hey, ich habe da noch ein paar Fragen dazu, dann gehören die natürlich wie immer unten in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video und wir sehen uns im nächsten. Bis dann.